Stadt ist nicht etwas Historisches, denn Geschichte ist lebendig. Um aber diesen lebendigen Aspekt zu finden, muss man hinter die Dekoration, hinter das Restaurierte blicken. Les Turbulences ist ein Eingangspavillon mit drei Türmen, eine aus dem 19. und eine aus dem 20. Jahrhundert. Diese stehen sich im Hof gegenüber und erschaffen so einen dritten Zustand, eine Vorstellung von Zukunft. Es geht um die Frage, in welcher Epoche befinden wir uns? Es sind Formen, die aus dem Boden wachsen und die im Inneren um drei Lichtbrunnen herum angeordnet sind. Es ist eine Art Gemeinschaftsraum, wie ein großes Zelt oder wie ein großer Schleier aus Holz, der uns zu den Ausstellungsräumen führt. In diesem Bereich hier, zwischen diesen zwei Geometrien, haben wir unsere Struktur mit dem Namen Les Turbulences errichtet. Es ist der Übergangsbereich zwischen dem Boulevard Rocheplatte, dem Zugang zum Gelände und der Struktur. Sie ergibt sich aus den zwei Geometrien und erhebt sich im Volumen. Dadurch entstehen die Bereiche für den Empfang, die Gastronomie und die Kulturvermittlung, die schließlich in einen Gang münden, der zu den verschiedenen Ausstellungsräumen führt. Und diese Räume befinden sich in den klassischen achteckigen Gittern. Wir können das alte Gebäude hier sehen. Besonders interessant ist, wenn Sie von diesem Vorplatz aus durch die Tür kommen, der bis zu einem gewissen Grad auch die Verlängerung der Haut ist. Diese Aluminiumhaut geht im Bereich des Vorplatzes in Beton über. Das hier lässt Licht rein und die Haut ist an beiden Stellen gleich. An gewissen Stellen ist sie auch vorgefertigt. Wenn Sie durch diesen Einstich oder diese Wunde kommen, dann befindet man sich in einem sehr interessanten Raum, dem Übergangsbereich. Das Frack-Projekt geht vom Material zur Entmaterialisierung.